Ob in Kultureinrichtungen, in der Stadtverwaltung oder im Sportverein, überall fällt Müll an. 2021 hat sich Leipzig vorgenommen, eine nachhaltige Kreislaufökonomie zu etablieren und so zur Zero Waste City zu werden. Dafür wird derzeit ein Maßnahmenkatalog entwickelt. Zentrale Maßnahmen sind die Müllvermeidung und die Wiederverwertung. Auf diese Weise sollen die städtischen Abfallmengen bis 2030 um 10% verringert werden. Mitte 2024 wird der Stadtrat über die Zero-Waste-Strategie entscheiden. Auf dem Weg dahin lud die Stadtreinigung am 11. November BürgerInnen ein, ihre Ideen zu den 50 ausgewählten Maßnahmen zu teilen. 3 Stunden lang stellten Verwaltung und Stadtreinigung die Aktionen im neuen Rathaus vor, beantworteten Fragen und nahmen viele Anmerkungen und Ideen mit. Mit dem Recyceln begonnen haben heute schon die kleinen Gäste des Bürgerforums. Aus Tetrapacks wurden Teelichter und aus Konservendosen Stiftehalter gezaubert.